Wir haben uns hier in diesem Bandkeller vor 10 Jahren auf eine verrückte Reise begeben. Wir haben uns entschieden, ein Wahnsinnsprojekt in Angriff zu nehmen und haben uns jeden Donnerstagabend getroffen, um ein 80-minütiges Album aufzunehmen, das am Stück durchgeht. Wir haben aufgenommen, wir haben komponiert, wir haben produziert. Wir freuen uns extrem, das Album jetzt rauszugeben und freuen uns auf alle, die sich Zeit nehmen können, sich in das Album Ja. Ich versuche es mal. Ja. Ja, wir können es immer rausschneiden. Wir können, oder wir können dann nochmal, ich habe am Schluss noch eine von mir. Einspruch! Genau. Nachdem du uns alle gehört hast, kannst du nochmal voranfangen. Also, der Mattu, da sind wir uns glaube ich alle einig, ist der Kopf von dieser Band. Wenn wir beim Üben nicht mehr weiter wissen oder daraus fallen, dann schauen alle ihn an, dann fragen alle ihn, wie es jetzt weitergehen soll. Der Mattu war der erste von dieser Band, den ich persönlich lernen kennen. Ich habe mich bei ihm gemeldet, weil ich eine CD kaufen wollte. Dann haben wir uns mal kurz getroffen und er hat mir die CD übergeben. Und dort ist eigentlich der Kontakt so zustande gekommen. Ja, im Verlauf von diesen Jahren ist der Mattu auch zu einem guten Freund geworden und zu einer wichtigen Person. Ich würde sagen, der wesentlichste Beitrag, dass das Album so ist, der herkommt, ist der Mattu, der das Ganze komponiert hat. Er ist unser musikalischer Genius. Ich kann nicht anders sagen. Also wir alle haben schon manche Musiker gesehen, aber kennen wir ihn. Das ist ganz klar. Er ist einfach mal als Berufsmusiker. Er ist im Hobby ist er Musiker. Er ist Musik. Er macht nichts anderes als Musik. Und es gefällt ihm und das ist gut. Und es gibt für ihn, glaube ich, diese Welt. Manchmal vermischt es ein bisschen seine Klassik-Biografie, die er natürlich beruflich hat. Die kommt natürlich manchmal stark in die Band rein, was manchmal super ist. Und man manchmal ein bisschen muss abschwächen zwischen ihnen. Sonst ist er fast fest ein bisschen Beethoven. Aber grundsätzlich gibt es glaube ich, für die Band kein grösseres Sagen. Also solche musikalische Leiter zu haben. So, du, wie fühlst du dich so? Ich bin nervös. Zwei Tage vor dem Tag X. Ich bin nervös. Ich bin nervös? Ja, was? Erzähl doch gescheiter, wie du dich so fühlst jetzt, so vor deinen Aufnahmen. Super. Ich fühle mich wirklich super. Ich bin auf seit dem Morgen um 4:30 bin ich aufgestanden, daher gekommen, den ganzen Scheiß aufgestellt. Und jetzt möchte ich am liebsten nicht schlafen, aber jetzt nehmen wir halt ein bisschen auf, nicht? Gut, ja. Wie ist es gegangen? Du, wir machen noch eine dritte was? Reserve? Nein, vorhin ist es hat's anders gestört. Eine dritte. Wah! Genau. Eine dritte. Neben dem ist er absolut mein bester Kollege.
gibt es gar nichts. Der beste Freund seit Jahren, seit Jahrzehnten, habe ich immer irgendwo rum. Und ich hoffe, es bleibt noch lange so. Und daneben kommt nachher Jano, der Mann der tiefen Seiten. Und das ist schon ganz ein gutes Gefühl, auch wenn es für mich manchmal ein bisschen zu laut ist im Bandraum, aber das ist individuell. Dafür treibt es einem so richtig die Tinte in die Federn, wenn er loslässt. Da hudelt es unten drin, die Hosenbeine flattern. Und eigentlich punktgenau dort, wo er her muss. Und das Ziehen auf der Seite ist eigentlich auch immer etwas, das passt. Und das Fakt. Der Jano. Ich weiß nicht, das ist so weit zurück, dass ich schon fast von einem Brütsch reden würde. Wir reden manchmal schon so, es ist nicht wie physisch Brütsch, aber es fühlt sich ein bisschen so an. Das Verrückte ist, dass eigentlich so ein bisschen ganz am Anfang von unserer Freundschaft ein Nasenbruch steht, den er hat bekommen, weil wir haben, ja, so wie man halt ist, im Alter von der Schlägereien, mit 13 oder so, hat seine Nase verwutscht einmal. Und das war irgendwie der Anfang von unserer Freundschaft. Einfach ganz berührende Treue spüre ich. Und da können wir so mal 3-4 Monate nicht sehen oder so. Gut, es kommt selten vor, natürlich, oder fast nie, wegen der Band. Oder einfach ein bisschen jeder in seinem Leben sein und er passiert irgendetwas und er ist mir wieder ganz nah. Also, und für mich auch ganz beeindruckend, der Weg, den er gemacht hat an seinem Instrument. Also, wenn ich zurückgehe dorthin, wo es hat angefangen hat, und einfach sehe, was da jetzt abgeht auf diesem Album. Und ich nehme ihn hoch und sage, er müsste schauen, er kommt dann mit dem Bassheftchen. Er glaubt mir es aber nicht, aber das ist ganz verrückt. So eine raue Schale mit einem ganz weichen Kern. Der Edu ist seit 13 Jahren unser Tätsch und Lärmmeister. Es ist so, dass er gekommen ist, als er unseren ehemaligen Schlagzeuger aufgehört hat. Und wie ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei neuen Leuten vor allem. Ich muss immer ein bisschen abwarten und ein bisschen beobachten. Und er hat, ja, ich kann es nicht anders sagen, vom ersten Takt an hat er eigentlich recht überzeugt. Also er hat wirklich Vollgas gegeben, immer hat die schwierigsten Sachen, die der Matt aufgedrückt hat, hat er eigentlich alles gespielt. Und ist wirklich als Drummer in dieser Band sehr, sehr präsent, sehr stark und wäre ganz schwierig zu ersetzen, also das ist ganz klar, also da gibt es überhaupt nichts. Und eben so als Mensch, er hat so in unsere Altherrenrunde so eine Frische reingebracht, er hat so gewisse Ansätze, was uns alten Trainer immer zuerst mal die Brauen läuft und er einmal stimmt eigentlich. Und das bringt doch eben den Ausgleich, dass das Ganze eben so ist, wie es jetzt eben ist. Das ist ein Album von eigentlich alte Rockmusik grundsätzlich, die natürlich sehr frisch aufgelegt ist. Und da hat er natürlich einen wesentlichen Beitrag daran geleistet, dass es so daherkommt, wie es jetzt kommt. Der Endo ist unser Technikpapst in verschiedener Hinsicht. Wenn das Technische hier im Übungsraum irgendetwas nicht läuft, irgendetwas nicht mehr geht, dann gehen wir alle zum Endo und fragen, was wir unternehmen sollen. Oder er löst es direkt selber, ohne dass wir fragen müssen. Der Endo treibt die Band extrem vorwärts mit seinem Streben nach Präzision. Wieder mal mit dem Icon Fly. Und wo jetzt da nach langer Zeit erscheint, riesigen, überdurchschnittlichen Beitrag geleistet, indem er dann, wo ich schon lange geglaubt habe, dass doch jetzt das fertig abgemischt ist und dass doch jetzt das schon sehr gut ist, schon fast perfekt ist, immer noch nicht zufrieden war und darauf bestanden hat, dass man nochmal eine Runde macht, dass man sich nochmal überlegt, wie kann man jetzt den Sound noch perfekter abmischen und ja, mich mit dem Ergebnis von dem sehr überrascht hat und mir bewiesen hat, dass es tatsächlich noch viel besser geht, als es dann war, als ich es schon längstens gut genug gefunden habe. Ja, ich glaube, ich muss mal
zuerst generell zu allen dreien sagen, dass sie zu meinen engsten Freunden gehören, ganz klar. Der Janu als ganz alter Freund zurück aus den 80er Jahren, der Endo als auch sehr alter Freund zurück aus den 90er Jahren und der Endo als nicht weniger tiefer Freund aus etwas jüngeren Zeiten. Sind mir alle drei Menschen sehr, sehr wichtig und einfach ganz treue Begleiter in meinem Leben. Und ich tue jetzt hier ein Wort in den Raum, das ich noch ein paar Mal sagen vielleicht heute Abend. Und es ist Dankbarkeit. Ich bin extrem dankbar, dass sie diesen verrückten Weg mit mir gegangen sind in diesen 10 Jahren oder in diesen ganzen 30 Jahren. Einfach, und irgendwo einfach mitgezogen haben. Das ist etwas, was mich tief berührt. Und ich weiss, dass es nicht immer einfach ist mit mir und mit meinen musikalischen Visionen. Und, ich bin extrem dankbar. Auch nicht der eine. So manchmal im Leben machst du so etwas verrückt eigentlich nicht. Das, das liegt auf der Hang und durch die Länge, die sich jetzt halt ergeben hat, denke ich, ist das bei jedem in die Annalen eingeritzt irgendwo durch. Also, wenn jetzt jeder von uns würde seine Autobiografie mit 70 schreiben, bei jedem würde dieser Abschnitt aus seinem Leben erwähnt, garantiert. Dynamo verbindet mich natürlich ganz eine lange Zeit, viele, viele Jugenderinnerungen. Ja, das hat gestartet als Gründer von der Band Disciples damals, quasi der Vorläufer von Sonorous Dynamo. Dort war ich Komponist, Leadsänger, Gitarrist, zusammen mit meinem Bruder vor allem. Und ja, der Janu war noch dabei damals, das ist so die Urgestein. Das war so die erste Phase und in dieser Zeit haben wir ein Studio angefangen zu gründen und da habe ich gemerkt, dass mich das sehr reinnimmt in diesem Bereich. Und so hat sich meine Rolle irgendwann mal gewechselt, bei vor der Bühne weg hinter das Mischpult, weil wir haben immer das Gefühl hatten, es würde glaube ich, super tönen, wenn nur Technik würde funktionieren. Ja, dort haben wir viel investiert und auch viel gelernt. Und so bin ich dann in der Rolle vom Live-Techniker und dann auch Studiotechniker lang Teil von der Band und habe teils vom Mischpult aus gesungen oder Musik gespielt. Und jetzt so in der letzten Etappe, ja, seit die Band auch Sonorous Dynamo heisst, bin ich wieder eine Reihe zurückgestanden. Also zumindest in der Studioproduktion bin ich einfach ein bisschen rum gewesen, habe mich sehr interessiert, habe immer wieder ein bisschen reingelassen, aber so wirklich Regler geschoben habe ich nicht mehr. Ein bisschen gesungen noch, aber auch das ist im Verhältnis zu früher sehr wenig. Ja, das nächste Kapitel bin ich gespannt. Die Idee ist, dass ich wieder an der Regler bin, wenn es Live-Musik gibt. Irgendein ist. Also, Roland Zenger ist mein Name. Was mich verbindet mit dieser Band, ja, ist eigentlich die Liebe zur Rockmusik, der Rock'n'Roll. Also, angefangen hat eigentlich die Geschichte 1991. Sechsstädtle, Ola, ist so gestanden. Zwei Rockbands, Silent Crash, glaube ich, mit dem Alphorn und dann irgendwie noch Disciples. Und er das Gefühl hatte, wow, krass, da müssen wir her. Das war, glaube ich, mein erstes Rockkonzert. Und dann hat Trömer noch Hochdeutsch geredet und alle hatten lange Haare. Und irgendwie dann ist es so passiert. In diesem Raum bin ich jetzt auch tatsächlich eigentlich auch 10 Jahre fast nicht mehr gewesen. Jetzt wirklich schon ein Kerli her. Aber vorher haben wir Stunden verbracht. Ich war viele Abende mit euch hier gewesen, mit euch ein Bierchen genommen, nachdem ihr hier gejammt habt, bis die Scheiben angelaufen sind. Dann bin ich selber noch gekommen. Manchmal habe ich ein Kistchen Bier mitgebracht und selber das kühle Bier bringen müssen, wie der Käse hatte im Kühlschrank.
Ja, aus sehr vielen Gegenständen erinnern wir an meine alten Zeiten da drin. Also das Augenfälligste sind natürlich die Fotos da hinten. Die habe ich gemacht mit meiner analogen Kamera, mit analogen Filmen. Und glaube, speziell hatte ich eine Phase, in der ich auch selber die Schwarz-Weiß-Fotos entwickelt habe. Da hatte ich selber ein Labor und die Abenden lang gebädelt im Entwicklerinnen und auch noch veredelt mit dem Sepia. Und die hängen immer noch hier, schon ein paar Jahre, ich glaube, es sind 20 Jahre, wenn nicht mehr. Ja, das sind viele Erinnerungen da innen. Auch mit den Schildchen, die Mut gemacht hat, da für die Bar. Also dann war es eine Bar, die wir hier hatten. Aber da feierlich nach jedem Gig, den wir hatten, sind wir doch noch feierlich lang hier drin gewesen. Manchmal bis morgen früh, bis es getagelt hat. Ja. Ja, es war eine coole Zeit gewesen. Ich wollte eine Gitarre lernen, dann bin ich auf dich zugekommen, auf den Metal zugekommen. Und habe ihn angefragt, ein paar Stunden zu nehmen. Und dann hat sich das eigentlich ergeben, dass es da hier Haus 5 Band gab, wo ich dann drin war. Und eigentlich dann so reingerutscht bin. In die Band, ich als Bühne-Manager. Tatsache war auch, dass wir den letzten Gig gegeben haben als Disciples zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Genau. Und nachdem haben wir das erste Mal, seit es die Band gibt, eine dreimonatige Pause gemacht. Und dann war alles offen. Dann ist wie, haben wir gesagt, es ist alles offen. Jeder tut sich überlegen, wie wollen wir weiter. Und dann haben wir uns im Tramdepot getroffen. Und haben, dort, und haben dort eigentlich beschlossen, dass wir das machen wollen. Ja. Nein. Ja. Einfach, und dann, wie hat sich das verteilt? Wir haben ab, du bist nah dies nah mit diesen Songs gekommen. Wir haben das Zeug alles eingepickelt. Mhm. Eingeübt. Ja, das Schönste waren immer die Sibelius-Aufnahmen. Nie zu vergessen. Ja. Dann haben wir eine Sibelius-Aufnahme vor die Nase gesetzt bekommen. Und keiner von uns hat geschnallt, was er tatsächlich abgegeben hat. Weil Gitarre nach irgendetwas tönt, als nach einer Gitarre. Also vielleicht zum besseren Verständnis. Der Metto hat auf dem Computer sehr detailliert seine Noten aufgeschrieben, was da zuerst mal in seinem Kopf war. Und der Computer hat nachher die Noten abgespielt, auf eine Art und Weise, genau, wo im besten Fall entfernt an das erinnert hat, was mal im Kopf von Metto war. Und unsere Aufgabe war es dann irgendwie mit den Noten und dem, was man da gehört, vom Computer abgespielt, sich irgendwie etwas darunter vorzustellen. Mhm. Und das dann von dem sehr unnatürlichen Zustand in einen organischen Zustand, in einen Song zu transferieren. Das war eigentlich der erste grosse Teil von der Aufgabe. Ja. Ja, und dann ist während der Lernprozess ist ja immer wieder lustig gewesen. Irgendwann hat es gemacht bei jedem, aha, so soll das sein, aha, voilà, oder? Und dann ist es die Sonne aufgegangen, hat man irgendwann den Song begreifen, die Zusammenhänge von dem Song, was abgeht. Das waren erst die Momente gewesen, wo ein Song dann, denke ich, auch eine Art in seine Schlussphase schon fast gekommen ist. Ja. Weil jeder hat auf einmal eine Vorstellung gehabt, wie es soll sein. Wie hätte er sein Instrument können spielen, wie er es einbringen in diesem Moment. Und das ist meistens auch die Dinge, wo er dann so Soundideen hatte. Also zwar nicht subito umgesetzt, oft, sondern meistens so über Weihnachten, Neujahr, Ferien. Als ich das Zeug gesammelt habe, dann bin ich meistens nach einem Jahr wiederkommen mit, ja, jetzt müsst ihr hören und schwette neue Sounds. Dann seid ihr wieder nicht mehr nachgekommen, natürlich. Ja, und dann ist auch vor allem Modriano ist dann auch gekommen mit seinen Bassstimmen, mit seinen ausgeschmückten, mit seinen ganz verrückten Sachen. Und hat man die auch wieder integriert. Es ist einfach ein grosser Prozess losgegangen, oder? Also, und ich habe das
diesen Modus sehr genossen, dass du, Mettu, für uns da die Songs komponiert hast und nachher mit denen bist du hergekommen und Noten verteilt. Das war immer so ein bisschen wie Weihnachten. Also, wenn ich das gewusst habe, dass jetzt da etwas Neues kommt, habe ich mich richtig auf das gefreut. So, wie Sonntagsschüler. Ja, ich bin aber richtig kribbelig. Ich glaube, der Farukan mit den Blättern. Genau. Also, nein, aber ich kann es gut nachvollziehen. Es war wie ein Geschenk auspacken. Herausfinden, was drin ist. Und das hat eigentlich, denke ich, trotz allem mehr als die Hälfte von dem ganzen Prozess hat daraus bestanden. Ein Song nach dem anderen und dann auch parallel quasi zuerst zu entdecken und sich dann wirklich anzeigen, bis wir mal parat waren, um das aufzunehmen. Ja. Das hat den Grossteil eingenommen. Also das kann ich relativ genau sagen, wenn ich meine letzten Sachen komponiert habe. Das ist wirklich im Sommer 14 in Schweden. Sind mir so die Schlüsselbitze in Sinn, also habe ich so die Schlüsselmomente, die mir noch gefehlt haben, habe ich dort geschrieben. Und dann ist dann gleich darauf ab, ist dann noch die Revolution gekommen und dann ist dann fertig gewesen. Also ich würde sagen, so Grössenordnung Anfangs 15 ist fertig komponiert gewesen. Aber bis wir durch das alles auch noch wieder eingestudiert haben, den ganzen Prozess durchlaufen, auch noch gerade mit dem Revolution, wo es wirklich einfach auch für uns zum Spiel einfach an oberen Grenzen war dann ganz klar. Hat sich halt noch einmal in die Länge gezogen. Und dann haben wir dann im Sommer 16 haben wir dann aufgenommen, oder? Ja, oder anfangen aufnehmen. So. Ja, und dann kommt echt das Paradox an dem Ganzen. 10 Jahre brauchen wir für die ganze Hure Scherbe aufzunehmen. Und zu komponieren, zu produzieren. Und wir zwei haben den ganzen Bretsch jeweils 4 Tage drin haben. Oder? Ich habe nachher 8 Tage Zeit gehabt, aber ich habe schliesslich auch jede Spur doppelt einspielen. Also, in diesen 2 Wochen... Du bist ein Musiker von Beruf? Ja, ich bin Cellist von Beruf, nicht Gitarrist. Nein, das ist kein Problem. Es ist einfach, ja. So, ist mir eins mal so durch den Kopf, weißt du? Mhm. 10 Jahre lang. Ja, ja. Und dann in 4 Tage das will aufnehmen. Ja. Oder? Ja, das ist unglaublich. Das ist wie Abschlussprüfung, oder? Aber es war halt auch so gewesen, dass wir einfach gesagt haben, wir nehmen in diesen 2 Wochen auf und haben ja die Erfahrung nicht gehabt. Mhm. Auch nicht aus früheren Produktionen, weil wir nie so aufgenommen haben. Ja, genau. So Kraft. Wir haben auch nicht genau gewusst, wie weit kommen wir dort. Und es hat halt dann auch gelangt, jetzt mit unseren Qualitätsansprüchen für Bass, Schlagzeug und Background-Gitarren, wenn man denen so sagen will. Und nachher ist halt der ganze Prozess mit den Gesängen, mit den Soli, mit den Tasten, hat sich halt wieder auf den Donnerstagabend reduziert und ist halt dann noch ein weiteres Jahr gegangen. Oder? Bis wir dann im Sommer 17 hier anfangen konnten abmischen. Also es ist der entscheidende Moment im Frühling 2019, wo wir 2 Versionen hatten von unserem Sacrifice. Das war ja immer genau. unser Prototyp-Song, den wir auch voraus mastern und so, zum schauen, wo wir stehen. Und dann haben wir 2 Versionen, die alte. Und das ganze Album wäre fertig gemischt auf diesem Stand. Und dann haben wir euch in deinem Auto den neuen Mix abgespielt oder alt und haben gesagt, schaut, wir können jetzt entweder sagen, wir sind fertig, wir akzeptieren den alten Mix oder wir machen noch eine Runde mit dem neuen Mix. Und das ist, ich glaube, nicht eine Sekunde gegangen und der Entscheid ist klar gewesen. Der Entscheid ist gefällt gewesen für ein weiteres Jahr oder was auch immer zu investieren. Und das ist, glaube ich, ganz ein entscheidender Moment gewesen, oder? Im Prozess von diesem Album. Also, wenn ich dort zurückdenke, ja, sag mal. Das war für mich der eindrücklichste Moment in dieser ganzen Zeit. Ich bin dort, ich habe meinen Beitrag zum Aufnehmen habe ich geleistet im Sommer 2016. Und nachher ist ganz viel Zeit vergangen, wo ich mehr oder weniger unbeteiligt war, wo ich die Verbindung so ein verloren habe, weil ich habe nichts beiträgt zu dem, wo immer ist vorwärts gegangen während dieser Zeit. Und habe aus dieser fast ein bisschen Aussicht, die ich dort hatte, das Gefühl gehabt, hey, das, was da vorliegt, das ist doch einfach gut. Was wollt ihr denn noch mehr? Und wo du nachher gekommen bist mit dieser neuen Variante,
ist es so offensichtlich gewesen, dass es ganz offensichtlich noch besser geht. Und in dem Moment, wo die Option besteht, also wo es eben klar ist, dass es noch besser geht, ist auch klar gewesen, dass wir das machen, dass, also wir. Dass wir ja, alle einverstanden sind, dass du das noch machst. Genau. Und das ist schon für mich jetzt auch im Nachhinein gesehen ein entscheidender oder ein ganz wichtiger Moment gewesen, wo es einfach nochmal auf ein neues Niveau gehoben hat. Hast du nicht gekommen? Ja, klar! Also, was machen wir dann nochmal? Ja, das müssen wir probieren, das zu verwirklichen. In der Umkehrung sind wir wieder ziemlich perfekt drauf. Dann können wir nicht zu viel studieren, locker. Von wo? Ganz? Ja, einfach nochmal eine ganze Version. Ja. Ah. Dann ist nicht alles übrig. Ja. Das ist einfach ein gewisses Spinnen. Das hat mir irgendwie immer gefallen. Einfach, ich weiß nicht genau, wie es jetzt rum ist, aber ich denke, das hat auch nicht viel geändert mit dem Musikstil. Also à la Dream Theater. Ein verrückter Zeug, einfach so schnell und wieder langsam. Und sonst einfach, es ist eine coole Truppe. Der Sound ist nach wie vor genau gleich. Das ist der klassische Rockband-Sound. Bass, Drum, Piano und Gitarre und noch Gesang. Also mit vier Leuten, das ist die klassische Besetzung von einer Rockband. Und haben eigentlich noch gestutzt, dass sie, jetzt haben sie sich einen neuen Namen gegeben. Aber der Sound ist eigentlich gleich geblieben. Ich erwarte, dass ein anderer Sound daherkommt. Auf jeden Fall mit moderneren Klängen vermischt. Das ist ganz bewusst quasi reingehalten oder klassisch gehalten. Hat vielleicht einen Zusammenhang, dass der Matthew ein klassischer Cellist ist, der sich sehr am Reinen, am Klassischen orientiert und denke ich, auch so Rockmusik betreibt und nicht alles vermuselt mit irgendwelchen Klangteppichen, die darüber gelegt werden. Die Musik habe ich schon gehört, aber es ist jetzt nicht in erster Linie so, jetzt höre ich Musik und dazu gestalten. Ja, gewusst auf was, dass ich mich einlade, ich habe immer etwas gehört. Der Endo spielt ja noch bei uns an den Tasten in der Band. Und darum habe ich aber sehr auf dem Weg in die Bandkeller immer etwas schnell müssen hören, ob es in meinem Auto gut tönt, seine neuen Mixes und Masterings. Und dann habe ich schon gehört, jetzt klopft es wieder mal. Das ist schon eingeflossen. Ja. Es war schon cool, der Weg, oder, von was musikalisch ist gegangen, wie es sich entwickelt hat und gleich nicht die Wurzeln verloren hat. Eigentlich so. Der ganze Prozess so zu beobachten, ist ja immer perfekter geworden. Es ist immer weitergegangen. Es hat immer wieder einen Schritt gegeben zurück und dann wieder etwas Neues ausprobieren. Und wenn ich das so zurück mich erinnere an die Zeiten, würde ich sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, es geht eigentlich langsam gut so, könnte man es doch auch lassen, weil ich gewusst, es ist erst dann gut und man kann es erst dann lassen, wenn das der Matthew sagt. Und ich bin mir bewusst, es gibt Sachen, die wird niemand hören in diesem Album. Aber ich finde schon, wenn man als Künstler so etwas auf die Beine stellt und so etwas produziert, ein bisschen für sich selber darf so sein. Und, besonders dann, wenn man ja selber den Aufwand leistet. Und darum hatte ich eigentlich nie für mich Stress gehabt. Das müsste jetzt ein bisschen schneller gehen. Aber ich konnte auch auf die Distanz gehen und mir das erlauben, dort einen Schritt daraus zu gehen und zu warten und zu schauen, was passiert jetzt wieder. Ja, ich finde es einfach ein grossartiges Werk, das jetzt fertig ist. Ich
Ich kann nicht mehr wie früher sagen, es ist ein grosser Teil auch von mir drin. Das ist so ein bisschen das weinende Auge, wenn ich es anhöre. Aber wie schon erwähnt, ich tue das sehr, sehr viel hören selber, vor allem zum Joggen, finde es grossartig. Und ich finde es vor allem einfach gut, ist es jetzt da, ist es jetzt fertig. Und es ist auch spannend, was jetzt daraus entsteht, wie es weitergeht. Das ist, ja, wenn man ein bisschen rumhört, gibt es verschiedene Fantasien, was jetzt alles passieren könnte. Und wissen tut es niemand. Schlussendlich. Ja, also, aber die vielleicht wichtigste Stelle für mich ist im zweiten Teil des Revolution hinger, von diesem langen Instrumentalstück, wo aus dem ganzen musikalischen Wirrwarr, wo phasenweise fast atonal ist, das Ganze sich plötzlich aufmacht und sich löst. Und nachher in die letzten, allerwichtigsten Wortmünde von diesem Album, in die Conclusion, im Revolution Part 2 hinten raus. This is today. Sisters, a whisper in my name. Fly, I have to fly on an endless journey. Surrender myself to light.